Was geschieht, wenn Sie das Internet nutzen? Ob Sie online gehen, um mit einem Freund zu chatten, E-Mails senden, ein Buch kaufen, die Wettervorhersage anschauen, einen Film ansehen oder den Peloponnesischen Krieg studieren. Es fühlt sich so an, als gäbe es einen Draht, der Sie direkt mit dem verbindet, was Sie wollen. Jedoch verbinden sich eine Milliarde andere Menschen mit einer Milliarde anderen Dingen zur gleichen Zeit. Wie kommt das? Tatsächlich geht es darum, Vereinbarungen zu treffen. Stellen Sie sich die Vernetzung wie ein Spiel vor. Es funktioniert nur, wenn wir darüber übereinstimmen, nach den gleichen Regeln zu spielen. Sonst macht es keinen großen Spaß. Wenn Sie zwei oder mehr Computer dazu bringen, miteinander zu spielen, erhalten Sie ein Netzwerk. Wenn Ihr Freund das auch kann, gibt es ein weiteres Netzwerk. Aber wenn Sie beide darüber übereinstimmen, dass Ihre Netzwerke auf die gleiche Weise spielen, dann können Sie die beiden miteinander verhaken. Sie haben ein Internetzwerk. Die Regeln, nach denen wir spielen, werden Internetprotokoll genannt. Solange wir alle übereinstimmen, können wir fortfahren, weitere Computer und Netzwerke hinzuzufügen, bis die gesamte Welt miteinander verbunden ist. Genau das ist das Internet. Ein Netzwerk aus Netzwerken, die einander teilen. Jedes Gerät im Internet hat seine eigene, einzigartige Adresse. Alles, was Sie über das Internet verschicken, ist tatsächlich bloß eine Nachricht von einem Gerät an ein anderes. Aber sie reist nicht in einem großen Block. Sie wird in kleine Datenpakete pulverisiert. Jedes davon ist mit Informationen darüber gepackt, was sie ist, wo sie herkam und wo sie hingeht. Auf diese Weise kann Ihre Nachricht auf mehreren verschiedenen Wegen an Ihr Ziel gelangen. Wenn das empfangende Gerät dem Protokoll folgt, weiß es, wie es die Nachricht wieder vollständig zusammensetzt. Die Stärke des Internets ist es, dass es dezentral ist. Bei so vielen möglichen Verbindungen gibt es keinen Single Point of Failure. Wenn ein Pfad überlastet oder unterbrochen ist, nehmen Ihre Daten einfach einen anderen Pfad. Selbst wenn ein großes Stück des Internets ausgelöscht wird, kann Ihre Nachricht immer noch ihren Weg finden. Aber sagen wir einmal, Sie benutzen einen Internetprovider und Ihr Freund nutzt einen anderen. Wie gelangen Ihre Daten wirklich von einem Netzwerk zum anderen? Manche Unternehmen richten private Verbindungen ein, um Daten auszutauschen. Aber mehr und mehr Datenverkehr fließt durch Shared-Service-Plattformen, die wir Internet-Exchange-Points nennen. Ein solcher Internetknoten ist ein Ort, an dem viele verschiedene Organisationen zusammenkommen können, um ihre Technologie miteinander zusammenzuschalten. Dies können Zugangsanbieter, Sender, Verlage, soziale Netzwerkseiten, Telekommunikationsbetreiber und so weiter sein. Wirklich jeder, der sich auf den Netzwerkverkehr verlässt, kann von diesem Austausch profitieren. Dadurch, dass Sie sich an einem gebräuchlichen Ort verbinden, sparen Sie Kosten. Und der Datenverkehr zwischen Ihnen fließt schneller und viel effizienter. Traditionell verkauften die Anbieter die Passage über ihre Netzwerke. Aber für einige Anbieter, die regelmäßig Daten austauschten, verursachte all dieses Kaufen und Verkaufen mehr Probleme, als der Aufwand es wert war. Viele von ihnen sahen ein, dass wenn sie bloß darin übereinstimmten, sich auf halbem Wege zu treffen, dass dann die Kosten von allen sinken und sich der Datenverkehr reibungsloser bewegen würde. Anbieter sind in der Lage, eine einzige Verbindung zu der Plattform herzustellen, um Datenverkehr mit vielen Teilnehmern auszutauschen. Diese Handlungsweise nennt man Peering. Sie macht das Internet schneller und für jeden erschwinglicher. Die Teilnehmer des Austauschs treffen zum gegenseitigen Nutzen miteinander Abkommen. Auf diese Weise reguliert sich das Peering-System selbst. Es scheint vielleicht so, als ob die Unternehmen ihre Dienste abgeben, aber tatsächlich leistet jedes seinen Beitrag zu der Gesamtlösung, die ihre Kunden benötigen, um auf die effizienteste und zuverlässigste Weise Daten auszutauschen. Das Internet ist offen, dezentral und völlig neutral. Seine Intelligenz lebt am Rande, nicht im Kern. Keine einzelne Organisation kontrolliert es. Und das ist der Grund, warum es so gut funktioniert. Da wir alle darin übereinstimmen, miteinander zu kooperieren, tragen wir alle dazu bei, dass das Internet funktioniert. Und so funktioniert das Internet.